die hier schon jetzt von zwei Buchschreiben festgestellt. Ja, und was haben wir denn da? Das ist aber noch nicht fertig. Genau, schau. Du musst da alles noch perfekt machen. Wir müssen vom Thema kommen. Ja, Emmy, wir reden hier über das Sterben, nicht über die Krankheit. Genau. Und das Buch, Emmy, das Buch ist wirklich ein großartiges, sehr humorvolles Buch, wo du dann gleichzeitig auch zu dieser Figur eine sehr große Nähe entwickelst. Ja, Mami, das ist. Willkommen Österreich, verstehst du? Das ist eine gute Serie, die mag ich gern sehen. Da schaue ich ja immer wieder rein. Jetzt muss ich nochmal schauen, Moment. Und es geht um das Buch. Lass dir, schau her. Ich bin ja ein Maler. Und du, lieber Facebook-Freund, wenn du Lust hast und angeben willst oder den Menschen täuschen und du hast viele Bücher, echte meine ich, echte, dann solltest du dir aber dein falsches Buch kaufen, verstehst? Und ich, also Moment, wo habe ich denn jetzt so ein Rohling? Ich habe da noch Rohlinge da, ein paar zur Verfügung. Ja, wo ist er denn? Schau mal. Da zum Beispiel, da habe ich so einen Rolling, ja, das war ja, ein bisschen mit Farbe, verstehst du, mit Kavi, Knocks, der ich dann Ochs bin, verstehst du, also da könnte ich dich drauf machen, du, also wenn du, Euro, ich weiß nicht, müssen wir uns einigen, es gibt ja schon über 30 Bildbücher von mir, wo ein Handbuch für Irre und ach, ein Lexikon des Grauen, nein, das gibt's nicht, aber irgendwie gibt es so viel, da von oben ist ein Falter, da sehe ich da einen Falter oben am Dings, aber das kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil da müsste die Kamera wieder, und die ist, der ist wieder der Stick voll zu. Moment, jetzt schauen wir mal, habe ich da nicht auch noch, kann ich mir jetzt da, no card, oh, danke, Kacke, ich habe gar keine Karte, ah ja, da ist die Karte drin. So, also, schau mal, ich fotografiere dich oder mich, kein Speicherplatz auf der Speicherkarte, sagt mir die Karte jetzt, na, der Apparat, das sagt mir das, ach, ich muss mir einen neuen kaufen, das heißt, ich muss zur Bank, meine Kreisparkasse, meine heißgeliebte Kreisparkasse muss ich wieder belästigen, weil die haben mir einen irrsinnigen Dispositionskredit von 2000 Euro eingeräumt. Ich habe nämlich schon ein bisschen Ärger wegen dem Geld, den Finanzen. Und wie gehen die mit mir und uns um, die Banker? Muss ich zur Kreisparkasse, und das mache ich da dicht und schicke das ins Facebook und ins YouTube. Und stopp. Klick.